Astlecam, Kurzerklärung, manuelle Konturerkennung. Die Zeichnung hier ist mehrdeutig. Man kann daraus zum Beispiel ein rechteckiges Teil erzeugen oder ein plusförmiges. Nur, wenn wir jetzt die Teilefunktion aktivieren und mit der Maus auf die Zeichnung zeigen, dann wird zwar die rechteckige Variante vorgeschlagen, aber egal wo wir hinzeigen, die plusförmige Variante ist einfach nicht mehr dabei. Sie lässt sich dennoch ganz einfach erzeugen. Aktiviere dazu die manuelle Konturerkennung und klicke irgendwo auf unsere Kontur. Wenn du jetzt die Maus über die Zeichnung bewegst, versucht Astlecam Verbindungen zwischen dem letzten Punkt und der Mausposition zu finden. Wenn eine Verbindung gefunden wird, wird diese grün hervorgehoben und wenn nichts gefunden wird, ist es einfach nur eine blaue gestrichelte Linie. Das hier oben, das gehört nicht zu unserer Kontur, aber das hier, das sieht gut aus, also klicken wir hier einfach einmal und fügen das damit unserer Kontur hinzu. Dann gehen wir weiter der Kontur entlang. Sieht alles gut aus. Bis hierhin, ab da mag es einfach nicht weiter. Also klicken wir hier, fügen das hinzu. Jetzt gehen wir hier weiter. Da mag er auch nicht rein, er möchte hier entlang. Also zurück bis zur Abzweigung, hier klicken. Jetzt können wir hier rein, hier entlang. Ab hier oben möchte er ebenfalls wieder falsch gehen, also ein Stückchen zurück. Hier klicken, wieder nach vorne. Und jetzt müssen wir bloß noch zum Ausgangspunkt zurück, dort klicken und schon ist die Kontur fertig. Jetzt schauen wir uns mal diese Zeichnung an. Das schaut auf den ersten Blick eindeutig aus, nur wenn wir jetzt versuchen, daraus ein Teil zu erzeugen, dann beschwert sich die automatische Konturerkennung schon wieder und möchte die nicht akzeptieren. Der Grund sind zwei Zeichnungsfehler. Einerseits hier eine Lücke und andererseits da eine Überschneidung. Beide Probleme lassen sich mit der manuellen Konturerzeugung lösen. Wir klicken wieder irgendwo auf unsere Kontur, folgen dieser, das funktioniert bis zur Lücke, dort klicken wir, dann überspringen wir die Lücke, klicken wieder und von da aus geht es erst einmal weiter. Bis zur Überschneidung, wo es dann wieder nicht weitergeht. Und jetzt müssen wir aufpassen, einen Fehler nicht zu machen. Wenn du jetzt, so wie ich, hier eine Schleife bildest, dann würde das die Fräserradiuskorrektur durcheinander bringen und du hast unter Umständen eine fehlerhafte Fräsbahn. Deswegen machen wir das jetzt gleich wieder rückgängig. Das geht mit der Rücktaste. Gehen hier nur bis zum Schnittpunkt und von da aus direkt weiter. Und jetzt haben wir auch dieses Teil fertig. Allerdings, wenn deine Zeichnung Lücken oder Überschneidungen enthält, dann ist irgendwas schon beim Zeichnen schiefgelaufen. Da solltest du in deinem CAD-Programm schauen, ob es irgendwo eine Fangen- oder englisch Snap-Funktion gibt und diese aktivieren. Die manuelle Konturerkennung ist nicht unbedingt auf Zeichnungskonturen angewiesen. Du kannst dir damit zum Beispiel auch schnell ein Rechteck als Umrahmung erzeugen. Dazu schalte ich noch schnell das Raster ein, damit es auch alles hübsch und gleichmäßig wird. Und dann klicke ich mir hier schnell einen Rahmen zusammen. Und zum Schluss noch kurz zur rechten Maustaste. Bei diesem Teil möchte ich von der vorgegebenen Bahn abweichen und daraus ein einfaches rechteckiges Teil erzeugen. Also nicht hier dem Vorschlag ins Innere folgen, sondern direkt rüber entlang der blau gepunkteten Linie. Das funktioniert mit der rechten Maustaste.